In Italien leben viele illegale Einwanderer. Während der Corona-Pandemie hat die Regierung beschlossen, einen Antrag zur Legalisierung der Arbeiter anzubieten. Denn wer Papiere hat, kann im Falle einer Erkrankung einen Arzt aufsuchen. Doch die Anträge sind kompliziert. Dazu kommt die sprachliche Hürde. Wer kein Italienisch kann, ist noch mehr im Nachteil. Fast 3000 Migranten leben in dieser Siedlung in der Nähe von Foggia. Die meisten von ihnen sind auf einer der vielen Farmen im Umland beschäftigt. Auch während des Lockdowns haben sie weitergearbeitet. Doch ihre Arbeitsbedingungen haben sich nicht geändert. Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen unseren Lebensunterhalt verdienen und wir wollen niemanden bestehlen. Wir arbeiten hier wie Sklaven, ohne Vertrag. Laut einem Erlass kann der Arbeitgeber im Namen des Arbeitnehmers einen Antrag zur Legalisierung stellen und einen Pauschalbetrag von 500 Euro zahlen. Doch nur wenige tun dies. Wir arbeiten wirklich hart, doch keiner unserer Chefs will uns fest anstellen. Die Lebensbedingungen hier sind schrecklich. Es gibt keine richtigen Toiletten. Erst seit ein paar Monaten haben sie eine Wasserversorgung. 10 von uns schlafen in einem Raum. Falls sich einer mit dem Coronavirus infiziert, was werden wir dann tun? Wir werden alle sterben. Michael versucht seit 7 Jahren, Papiere zu bekommen. So wie die meisten seiner Kollegen wird er ausgebeutet. Er bekommt nur 3 Euro pro Stunde, weit unter dem Mindestlohn. Ohne Papiere kann man nichts machen, man kann keine Steuern zahlen. Bei Schwarzarbeit ist es der Chef, der das ganze Geld bekommt. Ohne uns Schwarze könnten die Italiener nicht überleben. Von den 3000 Menschen, die in diesem Ghetto leben, haben Schätzungen zufolge nur 50 einen Antrag gestellt. Täglich kommen viele zu einem lokalen Gewerkschaftsbüro, um sich beraten zu lassen. Dieses Formular habe ich meinem Chef überreicht, doch er sagte, er habe damit nichts zu tun. Die Gewerkschaft kritisiert, dass in dem Erlass zu viele Anforderungen enthalten sind. Bis heute haben nur sehr wenige Arbeitgeber diesen Antrag angefordert. In einigen Fällen sind es die Arbeitnehmer, die zahlen, aber nicht die Arbeitgeber, so wie es eigentlich sein sollte. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wer am Ende zahlt. Was bedeutet, dass die Arbeitnehmer zahlen, um einen legalen Status zu bekommen? In den nächsten Wochen wird der Erlass in ein Gesetz umgewandelt werden. Doch es bestehen Zweifel, ob eine Änderung der Gesetzesvorlage diesen Menschen endlich zu einem besseren Leben verhelfen wird.